Aber da draußen hier ist der einsame Wanderer mit einem schönen Sonnenblick. Was hatten wir denn gestern? Nicht den Reichstagssturm, den Fährensturm. Was ist passiert, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt? Herr Habeck kam aus dem Urlaub, wollte mit der Fähre anlegen und dann, beziehungsweise angelegt haben sie, wollte dann raus nach Hause, ne, zum Auto. Und da waren viele Bauern und die haben die Einfahrt blockiert und wollten mit ihm reden. Das wollte er nicht. Und dann haben sie ihm angeboten, er könne rauskommen, also nicht sie zu ihm, sondern dass er rauskommt und mit ihnen spricht. Das wollte er auch nicht, das wollten die Personenschützer nicht. Und ja, dann ist es ein bisschen eskaliert und die Bauern wollten sozusagen die Fähre stürmen. So liest man es. Ob das dann wirklich ganz genau so gewesen ist, ist eine andere Geschichte. Und hat die Polizei wohl Pfefferspray eingesetzt, waren darauf nicht vorbereitet. Und der Habeck ist dann quasi fluchtartig, könnte man sagen, wieder abgedampft mit der Fähre und kam dann später an Land, um, ich glaube, 1.50 Uhr. Ja, hat sich also vor dem Bauernpöbel zurückgezogen. Und das ganze politische Establishment ist empört. Grenzüberschreitung, hier wurden, Personen und Dinge irgendwie gefährdet oder verletzt oder was auch immer. Und das ging ja gar nicht und jeder Demokrat müsste das verurteilen und so weiter und so fort. So, jetzt sage ich euch mal was. Ja, das sind Proteste, das ist nicht in einem normalen demokratischen Kontext. Ich kann das verstehen, dass das nicht schön ist. Absolut. Und Gewalt ist normalerweise auch keine Lösung. Das ist gar keine Frage. Wenn wir aber jetzt Leute hier haben im politischen Betrieb, die von Grenzüberschreitungen reden, dann muss ich aber auch sagen, liebe Freunde, Grenzüberschreitung. Wisst ihr, was Grenzüberschreitungen auch sind? Das sind nicht nur Bauern, sondern das sind auch eure politischen Werke. Ja, Grenzüberschreitungen sind, dass ich ständig Leute in dieses Land lasse, die dann zum Beispiel einen Arzt in der Notaufnahme plattschlagen. Oder Frauen vergewaltigen. Ja, Grenzüberschreitungen sind auch Grundrechte einzuschränken und Rentner wegzuknüppeln mit der Polizei. Grundrechtseinschränkungen in der Corona-Krise sind ein Beispiel. Was sind noch Grenzüberschreitungen? Grenzüberschreitungen sind auch, wenn Existenzen vernichtet werden durch eine grüne Politik, durch eine dummdreiste Energiepolitik, durch eine grüne Landwirtschaftspolitik, die Höfe sozusagen ruiniert und die hochproduktive Städten oder hochproduktive Flächen, die man eigentlich bräuchte, um autark wirklich etwas zu produzieren für die Bevölkerung, nämlich gesunde Nahrungsmittel, dass man die sozusagen wegnimmt für irgendwelche Windräder. Und nochmal, ich bin ja kein Feind der regenerativen Energien, überhaupt nicht. Ich habe die ja selber verkauft. Nur muss man eben einsehen, dass man technologisch da einen Mix haben muss, der funktioniert. Und du kannst halt nicht die Landschaft zuspargeln, so funktioniert es halt nicht. Ja, das ist eine schöne Ergänzung, aber es löst nicht das Problem einer Energiepolitik. Das sind alles Grenzüberschreitungen. Ich könnte noch mehr aufzählen. Und Grenzüberschreitungen sind auch, den Bürger wie Dreck und wie Vieh zu behandeln. Und grundsätzlich die andere Seite als rechtsradikal zu verunglimpfen oder als Querdenker oder sonst was. Die Gesellschaft zu spalten in Generation Z und den Rest, wie das jetzt ständig gemacht wird. Oder in Bürgergeldempfänger und Nicht-Bürgergeldempfänger. Ja? Oder die Bruchlinien zwischen den Religionen zu verstärken und uns alle da wie ein Hamster im Käfig laufen zu lassen gegeneinander. Und wenn solche Grenzüberschreitungen auf der politischen Seite zur Tagesordnung gehören und dann höchst undemokratisches Verhalten, dann muss ich mich nicht wundern, dass es auf der anderen Seite irgendwann auch Volkszorn gibt. Und wenn Leuten die Existenz genommen wird durch so eine Politik von Herrn Habeck, einem Superminister, der keine Ahnung von Wirtschaft hat, was sich durch den ganzen politischen Betrieb ja auch zieht, dass lauter Leute da sitzen, die alle keinen Plan haben und die alle das nicht studiert haben zum Beispiel, was sie tun. Grundproblem anderes. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn solche Reaktionen kommen. Das heißt nicht, dass es richtig und gut ist. Aber es ist nachvollziehbar, dass es dazu kommt. Und das, was auf der anderen Seite passiert, ist auch nicht gut. Da geißelt man sich aber nicht selber und stellt sich da als das, was man ist, nämlich als jemand, der nicht demokratisch handelt. Und wenn wir hier zum Beispiel das Gender-Geschichtchen angucken, ja, das sind 15% der Bevölkerung. Denkt bitte an die Demokratieumfrage Allensbach. Habe ich was drüber berichtet, habe ich auch was eingestellt. So, sehr interessant. Dann tanzen uns hier 15% auf der Nase rum und versuchen allen anderen zu erzählen, wie die Welt zu sein hat. Ja, und dass sie geschlechtsständig wechseln sollen und Interkinder und tralala. Kompletter wissenschaftlicher Bullshit, komplett an der demokratischen Realität vorbei. Und das sind völlig undemokratische Prozesse.
Das sind nämlich Prozesse, wo die Medienmacht diktatorisch arbeitet, wo eine politische Macht diktatorisch arbeitet. Das hat sich von demokratischen Prinzipien völlig entfernt. Und das muss man an der Stelle auch mal sehen. Und das ist der Grund, warum der Volkszorn jetzt hochkocht, weil dieses Land gerade vernichtet wird. Unser Wohlstand wird vernichtet, unsere Landschaft wird vernichtet und unsere Ethnie und Kultur und Sprache wird vernichtet. Und das ist natürlich höchst rechtsradikal, wenn ich das sage. Aber genau das ist der Grund, weil so etwas als rechtsradikal gebrandmarkt wird, was in anderen Ländern normal ist. Genau deshalb kocht der Volkszorn hoch. Und jetzt auch bei den Bauern. Und ob das mit den Bauernprotesten wirklich was bringt, ist nochmal eine andere Geschichte. Denn ich habe das Gefühl, die Verbände machen eigentlich Mimimi, wollen nur ihre Forderungen erfüllt haben, dass es den Bauern gut geht, der Rest ist ihnen egal. Und die kuscheln eher mit der Politik, meiner Ansicht nach, markieren den strammen Max-Teil des Spiels und sind aber nicht am großen Ganzen interessiert. Die Verbände wohlgemerkt. Ja, es ist eher so, wir sind jetzt ein bisschen sauer und wir möchten aber eigentlich, liebe Politik, dass ihr uns lieb habt. Das ist das Gefühl, was ich habe bei den Bauernverbänden. Ob der normale Bauer so tickt, ob ein Anthony Lee so tickt oder ob ein Anthony Lee vielleicht das große Ganze auch im Kopf hat und, sage ich mal, die gesamte Bevölkerung, das gesamte Land, weiß ich nicht. Ja? Dass der normale Bauer vielleicht nochmal anders tickt, kann sein. Kann aber auch sein, dass sie alle ihre Freunde nur wahren wollen und dann wieder schön nach Hause fahren und wenn sie ihr Geld haben, der Rest ihnen egal ist. Das weiß ich nicht. Das werden wir sehen, was sich da entwickelt. Ne? Kann ich euch nicht sagen. Von daher wird es spannend am 8. Und ja, es bleibt abzuwarten, was bei den Protesten passiert. Ich schätze, dass die Verbände und die Bauern an sich nochmal wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Aber wir werden sehen, was eben da passiert. Das also mal mein Statement, kurz zu dieser Fair-Geschichte. Vielleicht geht es ja ein als der Fair-Sturm. Man weiß es nicht. Ich glaube, ich nenne es der Fährensturm. Ich glaube, das ist sehr schön. Ich würde sagen, teilt mich bitte, macht's gut und auf bald.